Unter einem dramatisch erleuchteten Morgenhimmel haben Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation am Mittwoch vor dem Bundesverkehrsministerium in Berlin protestiert. Die in den letzten Wochen durch das Festkleben auf Straßen bekannt gewordenen Demonstranten simulierten dieses Mal eine Baustelle mit Abbruchhammer. Es geht um unsere Forderungen, die wir seit Monaten haben. Das sind die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen, die wir hier alle verdienen. Und zwar, dass ein Tempolimit eingeführt wird und dass das 9-Euro-Ticket zurückkommt und nicht kein 49-Euro-Ticket. Ja. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, bevor die Polizei die Straße wieder räumte.